Wissenschaftsleugnung. Die Menschen vertrauen der Wissenschaft nicht mehr. Die öffentliche Meinung hat sich gegen objektive Wahrheit gewandt und schwört auf alternative Fakten. Aber als eine fürchterliche Neupest ausbricht, kommt man mit exakten des Ginkgo-Baums, Extrakten des Ginkgo-Baums, Heilkristallen und Schlangenöl nicht weit. Können die Experten im Exil die Welt retten? Ich hoffe nicht. Dann nehmen wir doch gleich mal das Virus. Ja, wir bleiben dabei. Bob-Virus. Wieso nennt er den jetzt Bob-Virus, wenn ich ihn eben Nix genannt habe? Was zur Hölle? Na gut, er holt sich irgendwelche Namen. Willkommen beim Szenario Wissenschaftsleugnung. Das Vertrauen in die Wissenschaft ist weltweit zusammengebrochen. Theorien über die Erde als Scheibe, Klimawandelgegner und Anti-Impfkampagnen erobern die Welt im Sturm. Wähle ein Startland, Ägypten. Yes, yes, ja. Blub. Nix befällt Ägypten. Übertragung Luft. Yep, Nix ist ein Virus. You don't say. Ruf von Experten verschlechtert sich. Es heißt, dass die abgelehnten Wissenschaftler der Welt einen Rückzugsort für Superwissenschaft aufbauen wollen, aber wo werden sie landen? I don't know. Wasserübertragungswege natürlich. Erstmal das superstarke Bio-Aerosol an den Start bringe. Jo. Und wir haben Zysten mutiert. Na gut, Zysten ist nicht schlimm. Ah, okay. Why? Morpheus, einen wunderschönen guten Abend. 18 Punkte für Wasser 2. Kriegen wir ja wohl noch hin. Um die ganze gottverdammte Welt zu infizieren. Super Science Utopia in Island. Ah, anders als lautender globaler Meinung hat Island Wissenschaftler aus der ganzen Welt eingeladen, in komplett finanzierten Städten der Superwissenschaft zu arbeiten. Das heißt, wir müssen Island so schnell wie möglich ausrotten. Richtig, richtig. UK stimmt für ein Referendum. Ah, Brexit! Holy shit! Brexit. Anämie-Symptom mutiert. Das trifft sich doch schon mal ganz gut. So, 20 Punkte für Super Bio-Aerosol. Das heißt nicht so. Starkes Bio-Aerosol natürlich. Klimawandel, ein Witz. Der Klimawandel hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren, als ein einflussreicher Politiker meinte, ihm sei etwas kühl und könnte etwas mehr globale Erwärmung gebrauchen. Dein Ernst? Voll Bobby. Ja, es reicht noch nicht fürs Bio-Aerosol. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, dass wir langsam aber sicher die Tödlichkeit erhöhen. Blub. Blub. Alles klar. Bio-Aerosol am Start. Dann 5 Punkte für Verhärtung. Alter. Okay, cool. Das geht mir zu schnell. Fuck off. So, 1, 2 und 3. Dann natürlich die reichen Länder zu infizieren und die Tier 1 Symptome. Hämophilie-Symptome, alles klar, gut. Tier 1 Symptome am Start. Fähigkeiten, so, das passt soweit, würde ich sagen. Erstmal. Saudi-Arabien schließt die Flughäfen. No one cares. Niesensymptom mutiert. Oh nein. Oh no! So, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Paranoia-Symptom, das trifft sich gut. Blub, blub. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Kälteentwicklung. Ich sehe schon, wenigstens Stufe 1. Anfälle-Symptom mutiert. Ja, das kommt besser auf jeden Fall. So, wir haben aber noch bei weitem nicht alles infiziert. Lungenentzündung. Ja. Ja, ich glaube, Kälte 2 brauchen wir auch noch. So. Erbrechensymptom. Projektilwürgen. Symptom-Kombo. Great. Polen und Schweden fehlt noch. Fiebersymptom. Also jetzt mutieren wir uns hier echt übelst ein zurecht. Was natürlich nicht verkehrt ist. So. Widerstandsfähigkeit erhöht. Hautläsionen erhöht. Alle Länder infiziert. Wir gehen auf jeden Fall gegen die Forschung und zwar komplett. Boom, 17% Entzündungssymptom mutiert. Alles klar, jetzt können wir auch Nekrose, Schwitzen,
die Tier 2 Symptome auf jeden Fall alle noch mitnehmen. Und haben immer noch genug Punkte. Wahnsinn-Symptom mutiert, okay. Dann das hier. Das hier. Das. Das. Jetzt sind wir sehr tödlich. Ich denke aber, wir haben alles infiziert. Starke Blutung, Symptom-Kombo. Alles klar, vollständiges Organversagen, hervorragend. I like that. Gesamte Menschheit ist infiziert und wir sind sautödlich. Also das geht jetzt zack, zack, bam, wie man da unten sieht. Wir töten einfach alle und kein Schwein kommt mehr nach. Dann holen wir uns noch die anderen Symptome mit dazu, weil wir es können. Und deswegen liebe ich den Virus. All dead as fuck. Great. Nix wird die Menschheit auslöschen. Ja, das habe ich sowieso befürchtet, Nix. Super Science in Utopia destroyed. Die hellsten Köpfe der Menschheit wurden in Island ausgelöscht. Sich gerechtfertigt fühlen, stoppt der Rest der Welt seine Quarantäne komplett. Sieg. Nix hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Geiles Szenario und sogar 2 Sterne von 2? Kann das sein? Finde ich gut. Das hat nur 400 Tage gedauert. Wie man sieht, Virus ist mein absoluter Liebling. Geht ab.